Wisst ihr, wie es sich anfühlt, wenn man auf einer Techno-Party ist, Ecstasy geschmissen hat und pseudo-intellektuelle Gespräche mit Kunststudenten führt? Nee? Ich auch nicht, aber wenn ich mir vorstellen müsste, wie sich das anfühlt, dann wäre es exakt so wie der Anime Devilman Crybaby. Blut, Sperma, Tränen. Der Anime Devilman Crybaby ist ziemlich wild und abstrakt. Aber auch faszinierend. Und die Frage, die sich mir bei solchen Werken immer stellt, ist: Ist das jetzt so ein typischer Next-Level-Meta-Ebenen-Anime, den man nur versteht, wenn man ein Diplom in Soziologie oder Psychologie hat? Oder kann man den auch als Normalsterblicher verstehen? Schwierig. Der Anime Devilman Crybaby basiert auf dem Manga Devilman von Gō Nagai aus den 70er Jahren und erzählt die Geschichte des Schülers Akira Fudo. Der ist ein ziemliches Weichei, hat aber ein gutes Herz und versucht immer, das Richtige zu machen. Eines Tages erzählt ihm sein Freund Ryo Asuka, dass Dämonen wirklich existieren und sie vorhaben, die Menschheit auszulöschen. Laut Ryo gibt es nur eine Möglichkeit, die Dämonen aufzuhalten. Akira muss selbst zu einem Dämonen werden. Nur mit der Kraft eines Dämonen kann er sie schlagen. Der Plan funktioniert und Akira wird bald darauf zu einem Devilman. Ein Devilman! Also ein Mensch mit dem Körper eines Dämonen, aber mit dem Herzen eines Menschen. Das muss ich kurz erklären. Die Dämonen haben die Macht, mit anderen Organismen zu verschmelzen. Dabei übernehmen sie nicht nur den Körper, sondern auch den Geist ihres Opfers. Hat ein Mensch aber ein gutes Herz und ein reines Wesen, dann kann es passieren, dass der Dämon bei dem Versuch der Übernahme scheitert und stirbt. Dann erhält der Mensch die Kontrolle über den Körper des Dämonen, behält seinen eigenen Willen und ist ab dann ein Devilman. Devilman Crybaby ist so überfrachtet mit Botschaften und Anspielungen im Subtext, dass ich der Meinung bin, das ist zu viel des Guten. Wir schauen uns mal die ersten 10 Minuten an. Der Anime startet natürlich mit dem Intro. Das ist auch sehr gelungen, der Soundtrack geht mega ab und wir können knapp 2 Minuten ineinander verschmelzende, aber wunderschön animierte Bilder genießen. Nach dem Intro werden wir in eine völlig kontextlose Situation geworfen, in dem jemand vom Mond aus auf die Erde schaut und den philosophischen Satz sagt: Die Liebe existiert nicht, deshalb gibt es auch keinen Schmerz. Aha. Danach folgt eine Montage von bizarren Monstern, dem Armageddon und 2 kleinen Jungs, die sich darum streiten, ob eine halbtote Katze überleben kann oder nicht. Okay. Alleine diese 4 Minuten geben schon so viel Interpretationsstoff, da könnte ich ganze Bücher mitfüllen. Den Part überspringen wir aber und kommen direkt zur Haupthandlung. Ab Minute 4:40 beginnt der erste Akt. Wir befinden uns auf einem Sportplatz, auf dem ein paar junge Menschen gegeneinander Wettlaufen machen. Und wer jetzt denkt, endlich mal ein Setup, mit dem ich was anfangen kann? Nein, denn ab jetzt wird es richtig seltsam. Der Opening-Shot zeigt uns erstmal die Hintern der Frauen in sehr, sehr knappen Laufhöschen. Daraufhin beginnt der Sprint und wir sehen, wie Brüste hin und her wackeln. Was auch dem Publikum nicht entgeht. Mikos Möpse wackeln echt krass. Wo du wieder hinguckst. Man beachte auch die Rakete, die einer der Zuschauer in der Hand hält. Die erinnert natürlich an einen Phallus. Die ersten 10 Minuten sind übersät mit sexuell aufgeladenen Momenten. Dem Zuschauer, der die Rakete in der Hand hält, läuft das Gesicht rot an, während die gut aussehende Sprinterin vor ihm steht. Steht das jetzt für Jungs in der Pubertät, die ihre Sexualität noch nicht erforscht haben, oder steht die Rakete für toxische Männlichkeit? Denn schließlich ist die Rakete eine Waffe, die in der Regel für Dominanz und Macht steht. Außerdem saßen die beiden Jungs auf der Tribüne und haben die Frauen angeglotzt und dumme Sprüche abgelassen, wie das Machos ebenso machen. Miki, also diejenige, die die potenzielle Erektion ausgelöst hat, merkt davon nichts und verhält sich sehr naiv. Sie fragt die Jungs, ob sie Lust haben, einen Staffellauf mit ihr zu machen. Dabei hält sie das Staffelholz, was natürlich auch an einen Penis erinnert, in ihrer Hand und schlägt es immer wieder sanft in ihre Handfläche. Damit könnte eine vermeintliche Macht von Frauen über Männer dargestellt werden, die sie ausüben, indem sie sich den Sexualtrieb zunutze machen. Der Mann ist seinem sexuellen Trieb ausgeliefert und Frauen können das für ihren Vorteil nutzen. Miki hält im wahrsten Sinne des Wortes das Staffelholz, also den männlichen Phallus, fest in ihrer Hand und spielt damit nach Belieben herum. Junge, was sind das für Interpretationen? Die sind doch an den Haaren herbeigezogen. Nein. Einfach nein. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Frame mit Doppeldeutigkeit gewollt aufgeladen ist. Dieser ganze Anime ist ein diffuses Gebilde aus Metaebenen. Schaut euch mal diese Bildsprache hier an. Fokus im Bild ist das weibliche Geschlechtsteil. Zwischen ihren Beinen sehen wir den Zuschauer von der Tribüne. Durch den Winkel und die Anordnung dieses Bildes sieht es so aus, als wäre sein Kopf und ihre Vagina auf einer Ebene.
Es verdeutlicht auf bildlicher Ebene, dass der Junge primär an dem Geschlechtsteil der Frau interessiert ist und nur dieses wahrzunehmen scheint. Neben zahlreichen sexuellen Anspielungen, in die man, wie ihr seht, so ziemlich alles rein interpretieren kann. Und lösch den Verlauf, wenn du am Wohnzimmer-PC-Pornos guckst. Oh? Sowas guckst du dir im Wohnzimmer an? Haben wir aber noch ganz viele WTF-Momente, auf die ich mir auch nicht so wirklich einen Reim machen kann. Ich meine, was soll uns das sagen? Oder soll das einfach nur witzig sein? Wisst ihr, ich habe mit Werken, die so überinterpretiert werden können, ein Problem, weil ich das ab einem gewissen Punkt sehr wahllos finde. Man kommt da irgendwann an einen Punkt, wo der Autor sich alles erlauben kann und das unter dem Deckmantel der Kunst stellt. Auch wenn es absoluter sinnloser Schrott ist, den er da verzapft. Und Devilman Crybaby ist in dieser Hinsicht ein absoluter Grenzgänger. Denn so bizarr und over the top vieles erscheint, hat der Anime auch sehr viele richtig starke Momente. Lasst euch von dieser Wunderlichkeit aber nicht abschrecken, Devilman Crybaby ist diese Art von Anime, die muss man erstmal auf sich wirken lassen. Also vorweg, Devilman Crybaby beschäftigt sich mit so vielen unterschiedlichen Themen, die kann ich in dieser Review nicht alle abbilden. Es geht um die Tabuisierung von Sexualität, es geht um das Erwachsenwerden, es geht um die Liebe zwischen Liebespaaren, der Familie, aber auch zwischen Fremden, es geht um die Verrohung durch digitale Medien, es geht um Ethik und Moral, aber auch um die Seele und die Natur des Menschen. Es geht um die Definition von Gut und Böse, um Schamlosigkeit, um emotionale und körperliche Entfremdung und sogar biblische Themen spielen eine große Rolle. An einer Stelle zerfällt ein Typ zu einer Salzsäule, ganz nach dem Vorbild von Lots Frau, als Gott die Städte Sodom und Gomorra zerstörte. Übrigens nachzulesen im ersten Buch Mose. Die Bibel. Ein Klassiker. Diese ganzen Themen werden mal mehr, mal weniger zwischen den Zeilen versteckt. Es gibt aber ein Thema, das klar hervorsticht. Die Frage, was macht uns Menschen aus? Im Laufe der Handlung beginnt die Menschheit einen Krieg gegen die Dämonen und dabei zeigen sich die dunkelsten Abgründe, die in uns schlummern. Menschen beginnen sich gegenseitig zu misstrauen und haben Angst voreinander. Und was mit einem Krieg gegen die Dämonen anfängt, artet in eine Hexenjagd gegen Minderheiten oder unliebsame politische Gegner aus. Im Laufe des Konflikts sehen wir immer wieder, zu welchen abscheulichen Taten der Mensch fähig ist. Im Kontrast dazu steht Devilman, der zwar aussieht wie ein Dämon und auch ihre Kräfte hat, allerdings als einer der wenigen noch dazu in der Lage zu sein scheint, wahrhaftig menschliche Werte zu vertreten. Er will den Weg des Friedens gehen, zeigt Güte und verzichtet auf Gewalt. Und der wirklich augenöffnende Moment ist der, wenn Akira, also Devilman, feststellt, dass nicht die Dämonen das Böse sind, sondern die Menschen selbst. Und überraschenderweise wird das nicht hinter irgendwelchen komplexen Bildkompositionen versteckt, sondern er sagt es genau so. In Wahrheit seid ihr die Dämonen! Fahrt zur Hölle, ihr Schweine! Und die große Frage ist, macht diese Kleinteiligkeit und Interpretationstiefe den Anime besser? Ich finde nicht, im Gegenteil. Es macht das Werk an vielen Stellen verwirrend und es passiert etwas, was bei zeitgenössischer Kunst leider häufig passiert. Sie exkludiert viele Menschen, weil sie dazu überhaupt keinen Bezug mehr haben. Was ich auch völlig nachvollziehbar finde, weil es absolut nicht ihre Lebensrealität abbildet. Und da kann dieser Anime noch so viele Obszönitäten, Sex und Gewalt mit gelbem Blut zeigen, das macht die darunter sitzende Gesellschaftskritik leider nicht klarer. Andererseits, der Manga, auf dem dieser Anime basiert, ist jetzt auch nicht gerade ein Mainstream-Werk. Und ich glaube, man hätte die Community verärgert, wenn man daraus so eine 0815 weichgespülte Anime-Adaption gemacht hätte. Und deshalb kann ich schon verstehen, warum der Anime eben so ist, wie er ist. Bleiben wir kurz bei der Originalvorlage, also dem Manga Devilman von Go Nagai, erschienen im Jahr 1972. Der Anime und der Manga sind zwei eigenständige Werke, die sich nur schwer vergleichen lassen. Die grundlegende Handlung und die Charaktere sind die gleichen, aber die Inszenierung ist eine völlig andere. Der Manga verzichtet weitestgehend auf tiefgreifende Interpretationsebenen, die abstrakt sind, und macht das genaue Gegenteil. Er spricht das an, was eigentlich offensichtlich ist. Wenn die Menschen sich also gegenseitig umbringen und Jagd auf Minderheiten machen, dann erklärt ein Charakter in aller Ausführlichkeit die Parallelen dieser Situation mit der Hexenjagd im 17. Jahrhundert. Damit auch der letzte Vollidiot versteht, auf was der Autor in dieser Situation anspielt. Das wirkt teilweise sehr unnatürlich, spätestens wenn Akira zum 10. Mal sagt, ich bin Devilman, also kein Dämon, sondern ein Mensch mit dem Körper eines Dämons, ein Devilman. Heutzutage sind wir es gewohnt, dass einige Facetten der Handlung über die Bildsprache erklärt werden, in den 70er Jahren war das aber noch ein bisschen anders. Was im Manga auch auffällt, ist der extreme Unterschied in der Qualität der Bilder. Einerseits haben wir einfachste Zeichnungen, die oft unglaublich albern aussehen. Ich meine, hier findet ein brutaler Kampf zwischen zwei blutrünstigen Dämonen statt und die kämpfen mit ihren Augenbrauen.
ihren Augenbrauen. Und auf diese skurrilen Panels folgen dann überkrasse und unfassbar detaillierte Bilder von Schlachtfeldern und Dämonen. Dass Devilman das unerreichte Dark-Fantasy-Werk Berserk und dessen Autor Kentaro Miura inspiriert hat, lässt sich wohl nicht leugnen. Falls ihr noch nie etwas von Berserk gehört habt, dann zieht euch unbedingt meine Review dazu rein. Link ist in der Infobox oder oben rechts im Bild. Der Manga Devilman ist meiner Meinung nach ein stimmigeres Werk als der Anime, weil seine Botschaften klarer sind und die Handlung dichter erzählt wird. Außerdem ist im Manga die Sexualität geringer ausgeprägt, dafür schaltet er bei der Gewalt einen guten Gang hoch. Wer mit dem Anime nur halb warm wird, die Thematik aber spannend findet, der sollte sich unbedingt den Manga zulegen. Man merkt zwar, dass der Zeichen- und Erzählstil teilweise etwas in die Jahre gekommen ist, aber Devilman bleibt ein originelles Einzelstück, das definitiv zu den besten Mangas gehört, die ich jemals gelesen habe. Gut. Jetzt wisst ihr, wo die Wurzeln von Devilman liegen und jetzt schauen wir uns nochmal den Anime an. Wo der Anime definitiv abliefert, ist in seiner Optik. Auf den ersten Blick wirkt der Anime billig animiert mit schrägen Linien und einfachen Zeichnungen. Das täuscht aber, denn rein handwerklich stimmen da alle Perspektiven und Größenverhältnisse. Es gibt immer wieder Szenen, die atemberaubend inszeniert sind. Die Kämpfe der Dämonen oder auch der Schwarze Sabbat, bei dem Akira zum Dämon wird, zeigen uns einige albtraumhafte Bilder, die vor Kreativität und Wahnsinn nur so strotzen. Euch werden die Augen aus dem Kopf fallen. Und das meine ich im bestmöglichen positiven Sinne. Devilman Crybaby hat seine ganz eigene Ästhetik und die bleibt Geschmackssache. Und eigentlich würde ich auch sagen, dass der Soundtrack Geschmackssache ist, aber in diesem Fall kann es keine zwei Meinungen geben. Meiner Meinung nach hat Devilman Crybaby den besten Soundtrack, den ich jemals in einem Anime gehört habe. Der geht einfach mega in die Fresse. Erinnert ihr euch noch, was ich am Anfang gesagt habe? Der Anime ist wie eine Techno-Party mit Kunststudenten auf Ecstasy. Und dafür braucht es natürlich einen geilen Sound. Und genau den ballert uns Devilman Crybaby ins Gesicht. Ein stumpfer, aber infektiöser Minimal-Beat und eine einprägsame Melodie lodern aus den Lautsprechern, während sich Dämonen auf dem Bildschirm zu Mus zerklatschen. Immer wenn ich den Beat höre, will ich aufstehen, meine Extremitäten um mich werfen und es einfach nur fühlen. Dieser Beat in Verbindung mit den Bildern ist wie ein Fiebertraum, aus dem man einfach nicht aufwachen will. Diese Art von Beat gibt es natürlich auch in abgewandelter Form für ruhigere Passagen, der knallt aber trotzdem immer rein. Und wenn der anfängt zu spielen, dann will man einfach nur in den sechsten Gang schalten und Abfahrt. Und weil das noch nicht genug ist, haben die Macher dem Anime noch einen eigenen japanischen Rap-Song verpasst. Natürlich habe ich kein Wort verstanden, aber Junge, der Flow, der Beat und die Präsenz ballern schon richtig gut. Ich glaube, ich habe noch nie so viel über einen Soundtrack in einer Review gesprochen. Ihr merkt, der hat mich schon überzeugt. Devilman Crybaby ist ein abgefuckter, geiler, im wahrsten Sinne des Wortes, und völlig bizarrer Anime. Devilman Crybaby ist nicht für jedermann, dafür ist die Ästhetik an vielen Stellen zu experimentell, die Inszenierung zu diffus und die Handlung zu aufgeladen im Subtext. Jeder Frame dieses Werks scheint bedeutungsschwanger überzuquellen. Dazu kommen die völlig geisteskranken Visuals, bei denen man das Gefühl hat, man steht in der ersten Reihe, wenn sich an Fasnacht ein besoffenes Einhorn mit einem Clown prügelt, der ein Laserschwert in der Hand hat, aus dem Konfetti rausfliegt, während seine Hose offen ist und sein Penis raushängt. Ich persönlich habe den Anime sehr genossen, fand den Manga aber deutlich besser. Der erzählt die Handlung stringenter und fokussiert sich besser auf die übergeordnete Thematik. Was bedeutet es, Mensch zu sein? Der Anime war mir an einigen Stellen einfach zu überladen. Es gibt zu viele Nebenschauplätze, es werden zu viele Fragen und Themen angerissen und die Handlung kommt dabei zu kurz. Trotzdem halte ich den Anime für eine sehr gelungene Manga-Adaption. Die Produzenten haben die 30 Jahre alten Inhalte sehr gut in das 21. Jahrhundert übersetzt. Es fällt mir schwer, eine Empfehlung für Devilman Crybaby auszusprechen, weil dieser Anime einfach eine Wildcard ist. Ich glaube, das ist so ein Werk, das man entweder hasst oder liebt. Was ich euch aber guten Gewissens empfehlen kann, ist der Manga. Den solltet ihr euch unbedingt reinziehen. Ich gebe dem Manga Devilman 8,6 von 10 Punkten und der Anime bekommt von mir 6,7 von 10 Punkten. Danke an dieser Stelle auch für eure Hinweise auf Devilman Crybaby. Ohne euch hätte ich dieses Werk wahrscheinlich niemals gefunden. Hört nicht auf damit. Schreibt mir in die Kommentare, welches Werk ich mir als nächstes vorknöpfen soll. Das war's von mir. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns kommende Woche. Auf Wiedersehen. Wenn euch Devilman Crybaby zu experimentell ist und ihr wollt mal wieder so einen richtigen Mainstream-Anime sehen, dann schaut euch mal meine Review zu Attack on Titan an. Er wird euch die Augen öffnen. Hier unten gibt es noch ein anderes Video und wenn ihr jede Woche mit frischen Reviews verwöhnt werden wollt, dann abonniert einfach diesen Kanal. Da haben wir alle was davon. Ihr habt was davon, ich hab was davon, das Internet hat was davon, das ganze Universum hat höchstwahrscheinlich was davon. Also es ist euch wirklich zu raten, jetzt diesen Kanal zu abonnieren.